Ich möchte heute über das Pedalspiel an die Orgel sprechen. Es ist so, wir haben hier Manualen, die wir mit den Händen spielen und wir haben noch ein Pedalbrett, wo wir mit den Füßen spielen. Ihr seht, hier gibt es diese zwei schwarzen Tasten, hier die drei, also hier ist C, D, E, F, G, A, H, C und so weiter. Und es funktioniert genau dasselbe am Pedal. Das Pedal wird auch klingen dank Pfeifen. Ihr kennt die Pfeifen vom Türme da vorne, aber es gibt natürlich weitere Pfeifen hinten. Die Pfeifen sind genau gleich gebaut wie die manuellen Pfeifen. Es geht um Metall, eine Mischung von Zinn und Blei oder aus Holz. Welche Breite hat man auf dem Pedal? Ihr seht auf dem Manual, man hat von C bis G, also 1 Oktave, 2 Oktaven, 3 Oktaven, 4 Oktaven und halb. 4 Oktaven und halb ist eine ziemlich große Bandbreite. Es entspricht auch in der Klavierentwicklung, hat man auch vergrößert Bandbreite des Klaviers. Die Klaviatur vom Klavier war circa Ende 18. Jahrhundert genauso wie auf die Orgel jetzt. Auf Pedal, es hat sich auch sehr stark entwickelt. Man hatte am Anfang einen kleinen Pedalumfang in Frankreich und in Deutschland. Und in Italien, dann in Deutschland hat es sich schnell entwickelt, währenddessen in England und Spanien findet man eher kein Pedal oder einfach nur angehängte Pedal. Das heißt, dass die Töne werden einfach holen die Tasten von der linken Hand. Es ist eine Hilfe, wenn man etwas spielen möchte und halten. Und man will dann weitergehen. Natürlich kann ich nicht das halten und weiter. Dann so. Wann wurde die Notwendigkeit des Pedals zuerst erwähnt? Also zuallererst, man muss sagen, dass die Orgel ist ein Instrument aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und dass man die ersten Noten explizit für Orgel aus Mitte 15. Jahrhundert hat und bereits 1448 in der Tabulatur des Adam Leborg weiß man, dass die Technik der Pedal notwendig ist. Allerdings, wie man genau spielt, wird erst Ende 18. Jahrhundert beschrieben, zum Beispiel durch Justin Heinrich Knecht in Deutschland, wird auch nach Frankreich übersetzt. Oder Kittel, ein Schüler von Bach, da seht ihr von Kittel, er schreibt ganz genau alles auf, wie man Chorelle im Gottesdienst spielen sollte. Und er zeigt jeweils, ob man mit Manualiter oder Pedaliter spielen sollte. Er sagt viele schöne Sachen über wie man sollte spielen, über was sollte man denken und so weiter und so fort. Das ist ziemlich kompliziert. Und was macht Bach? Wenn Kittel ein Bach-Schüler war, dann könnt ihr raten, dass wahrscheinlich Bach hat genau dasselbe gemacht. Nämlich, er hat auch auf zwei Systeme geschrieben. Und man hat hier die rechte Hand, hier die linke Hand. Und wenn der Pedal anfängt, nämlich da, schreibt er einfach Ped. Da weiß der Organist, er muss ab da mit Pedal spielen und muss unterscheiden, was ist Pedal und linke Hand. Heutzutage, wir schreiben anders Noten, nämlich es gibt eine Linie für die rechte Hand, eine Linie für die linke Hand, eine Linie für das Pedal. Interessant ist natürlich, dass man mit den zwei Füßen gleichzeitig spielt. Das nennt man Doppelpedalspiel. Doppelpedalspiel
Fußball spielt, ist schon zu finden Anfang des 16. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Schlick. Da seht ihr die erste Seite der Spiegel der Orgelmacher von Organisten allen Seiten von Kirche. Und Schlick hat dann später in seiner Sammlung veröffentlicht Ascendo ad Patrem Meum. Und da es ist es wirklich ein riesiger Satz, weil man hat bis zu 4 oder 5 Stimmen im Pedal. Und das heißt, dass die Füße müssen extrem beweglich sein und jeder Teil des Fußspitze und Absatz muss unbedingt einen Ton spielen. Wir finden ein erstes Beispiel in Frankreich da, um 1740 mit Louis Marchand. Marcel Dupré, Komponist aus der Normandie und später Lehrer am Konservatorium von Paris, schreibt in sein Opus 7 3 Prélude et Fugue. Der dritte davon ist der Prélude en Sol mineur, Prélude et Fugue en Sol mineur. Und in der Prélude, da findet man was ganz Interessantes, nämlich auch wieder Doppelpedal. Progressiv, also es gibt eine ganz virtuose linke Hand und rechts wird einfach Akkorden mit großer Breite, sehr, sehr, sehr große Breite. Man muss die Hände ganz, ganz breit halten und währenddessen die Füße halten Töne, aber immer 2, 3, 4 Töne gleichzeitig. Es entsteht wirklich eine Spannung zwischen der rechten Hand und die Füße, während es die linke Hand weiter ein Filös macht. Danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass diese Orgelspiel-Lektion über ganz besonders das Pedalspiel euch interessiert hat und euch gefallen hat. Natürlich, man lernt nicht Pedal zu spielen einfach in 10 Minuten, aber dennoch, ich glaube, dass dieser kleine Exkurs kann ermöglichen, einen neue Art zu hören, zum Beispiel beim Konzerte oder sich vorstellen können, wie der Organist spielt.